Wir werden die Zinsen nicht vor Sommer senken, so die EZB in ihrem Statement und wenig später dann Christine Lagarde auf der Pressekonferenz. Allein die Märkte glauben es nicht und sagen, nee, ihr werdet die Zinsen senken und zwar schon ab April. Man könnte es vielleicht so formulieren, die Märkte zeigen der EZB den Stinkefinger und sagen, ihr wisst nur noch nicht, dass ihr die Zinsen senken werdet. Wir preisen das bereits jetzt ein. Wir sehen daher den Euro fallen, wir sehen daher die Renditen, zum Beispiel deutscher Staatsanleihen fallen, weil man eben davon ausgeht, dass die Zinsen doch schnell sinken werden. Und der Grund dafür, warum die Märkte das glauben, ist weniger, dass man jetzt davon ausgeht, dass die Inflation so deutlich zurückgeht. Die dürfte jetzt, wie die Daten aus dem Januar aus Deutschland zeigen, zumindest für Deutschland, doch wieder deutlich nach oben zeigen, erst einmal. Sondern es ist die wirtschaftliche Schwäche, nachdem nicht nur Deutschland in der Rezession ist, heute ein miserabler IFO-Index, sondern eben auch Frankreich in der Rezession ist, also die beiden wichtigsten Länder der Eurozone, die sind wirtschaftlich nicht gerade kraftstrotzend. Dementsprechend sagen sich die Märkte, lass die Lagarde, lass die EZB doch reden. Wir machen es dann doch anders. Hier die EZB mit einigen Geschichten, was sie da mit ihren Investments machen will. Okay, Schwamm drüber, das Entscheidende war, das Zinsniveau muss auf dem Niveau bleiben für eine ausreichend lange Zeit. Also wir haben nicht die Absicht, die Zinsen zu senken. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Und die EZB hat also erstmal nicht die Absicht, die Zinsen zu senken. Dann Auftritt Lagarde, die ja kürzlich in Davos noch gesagt hatte, also frühestens ab Sommer, die Märkte sind ein bisschen übertrieben. Auch das EZB-Protokoll hat gesagt, naja, wenn die Märkte hier so verrückt spielen und so viel Zinssenkungen erwarten, dann kann das ja wieder inflationäre Effekte haben. Also könnte das sozusagen unsere Arbeit gegen die Inflation erschweren, die die EZB bekanntlich ja nicht so wirklich hat kommen sehen. However, man preist also jetzt bereits 50 Basispunkte, also ein halbes Prozent Senkung bis Juni ein, mit anderen Worten bei der April-Sitzung und dann bei der Juni-Sitzung erwartet man, dass die Zinsen fallen. Und hier sehen wir mal die Renditen für deutsche Staatsanleihen, die sind unter Druck, etwa die zweijährige Anleihe 9 Basispunkte, die zehnjährige deutsche Staatsanleihe, die Benchmark für den europäischen Anleihenmarkt, könnte man sagen, fällt um 5 Basispunkte, jetzt nur noch bei 2,2%, das freut diejenigen, die vielleicht eine Immobilie kaufen wollen, denn über Pfandbriefe sind Immobilienkredite letztendlich gekoppelt an diese 10-jährige deutsche Bundesanleihe. Und auf der anderen Seite sehen wir, der Euro, der kam mit der EZB unter Druck und das, obwohl eben die EZB ja gesagt hat, nö, nö, wir werden die Zinsen erstmal nicht senken. Also Devisenmärkte wie auch Anleihemärkte glauben dem Ganzen nicht. Hier sehen wir mal, man preist jetzt Zinssenkungen für 2024 von 1,5% ein für das Gesamtjahr 2024. Und unten sehen wir, dass Frankreich genauso schlecht fast inzwischen dasteht wie Deutschland. Also auch in Frankreich, unserem Nachbarland, sieht es nicht so gut aus. Und das wird, so die Logik der Märkte, dann früher oder später dazu führen, dass die EZB die Zinsen senkt, zumal der IFO-Index heute wieder sehr, sehr schwach war. Wir sehen, das weist alles nach unten. Man hatte ja zwischenzeitlich die Hoffnung, ja, vielleicht ist der Boden erreicht, aber wir hatten schon dann die Daten aus dem Dezember, die waren schwächer. Jetzt haben wir die Daten aus dem Januar, die sind gleich noch schwächer. Das grüne Wirtschaftswunder ist also noch nicht in Sicht in Deutschland, seltsamerweise. Und was jetzt allerdings interessant wird, ist die Frage, naja, wie schaut es denn aus mit der Inflation? Denn wir sehen, dass sich die Situation im Roten Meer nicht gerade verbessert. Da ist ein US-Schiff angegriffen worden, das sogar von der US-Navy eskortiert worden war. Also auch militärische Begleitung kann nicht verhindern, dass diese Schiffe angegriffen werden. Gestern die Nachricht, dass ein Flüssiggastanker nicht nach Italien fahren wird, weil ihm das zu riskant ist. Und wir sehen eben dann die Container-Shipping-Rates massiv nach oben gehen, vor allem Richtung Genua, auch Richtung Rotterdam. Da steigen die Containerpreise massiv und das wird irgendwann weitergegeben werden von den Reedereien an Firmen und Konsumenten letztendlich. Und jetzt auch die Situation, dass der Ölpreis immerhin den höchsten Stand seit 8 Wochen erreicht. Der Crude WTI, also das amerikanische Öl, jetzt deutlich über 76 Dollar. Also auch das vielleicht ein Faktor, der natürlich zu beachten ist. Die Chinesen wollen offenkundig hier ihre Wirtschaft mehr stimulieren.
Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, dass da im Roten Meer irgendwas passiert und, und. Also, das ist die Lage in Europa. Jetzt kommen wir zu den USA und das sah heute ein bisschen besser aus, was das BIP betrifft. 3,3%, das US-BIP erwartet 2,0%. Die Märkte erstmal erschrocken, hups, das würde ja bedeuten, dass die Fed vielleicht doch nicht so schnell die Zinsen senkt. Aber dann haben sie nochmal genauer hingeguckt und haben sich vor allem die Core PCE und den GDP Price Index angeschaut, beides niedriger. Also hier hat man sich gesagt, aha, also da ist der Inflationsdruck praktisch etwas geringer. Dementsprechend müssen wir nicht erschrecken, sondern die Fed wird die Zinsen bei einer gleichzeitig vermeintlich boomenden Wirtschaft dennoch senken. Aber ist das wirklich so viel Boom? Das wollen wir uns mal anschauen. Wir sehen hier, dass vor allem die Ausgaben für Healthcare, also die Konsumentenausgaben für Healthcare, für Gesundheitswesen, also ein wichtiger Faktor waren. Und zusammengefasst könnte man es so sagen, die Amerikaner, die konsumieren noch, aber es ist vor allem Government Spending, also die Ausgaben der beiden Regierungen, wie auch der lokalen Verwaltungen und ein Boom in Structure Building, also zum Beispiel Industriekomplexe, die gebaut werden. All das ist letztendlich regierungsfinanziert, schuldenfinanziert, um genauer zu sein. Und hier unten sehen wir mal neueste Kreditkartendaten von der Bank of America. Und wir sehen, also im Januar ist das bisher eher nicht so toll. Die Kreditkartenausgaben der Amerikaner zeigen deutlich nach unten. Das heißt, eine Stütze, die die Wirtschaft in den USA hatte und die wir jetzt in dieser vermeintlich so großartigen Zahl von 3,3% gesehen haben, die droht jetzt doch deutlich schwächer zu werden. Und vorhin hatte ich gesagt, naja, das ist viel auf Pump, vor allem von der Regierung. Und hier sehen wir mal, das wurde mitgeliefert gleich mit den BIP-Daten aus den USA, was die Amerikaner zahlen müssen an Zinsen. Das ist pro Jahr jetzt über 1 Billion. Und wenn das Ganze so weitergehen würde, dann wären wir im Jahr 2030 bei 3 Billion. Das wäre dann fast das gesamte BIP Deutschlands, also die gesamte Wirtschaftsleistung Deutschlands in einem Jahr, müssten die Amerikaner dann alleine an Zinsen zahlen. Also das ist eine Kunst. Eine Scheinblüte, kann man sagen, die ist pumpfinanziert. Irgendwann wird das aber nicht mehr gehen, dass ich alles auf Pump finanziere. Wenn Donald dann nächster Präsident wird, dann will der die Zinsen senken, wird Importzölle anheben und dann noch mehr Schulden machen wahrscheinlich oder zumindest gleich viel Schulden wie die Biden-Administration. Das hat er in der ersten Amtszeit schon gezeigt, dass er das auch ganz gut kann. Jedenfalls ist das natürlich dann eine Frage, wie reagieren dann die Märkte? Sind die dann bereit, für diese Renditen überhaupt, für diese Zinsen überhaupt noch die Schulden der Amerikaner zu kaufen? Und jetzt gucken wir uns mal auch an die Unternehmensebene. Heute die Nachricht, Microsoft streichte 1900 Stellen bei Activision Blizzard, die man ja übernommen hatte. Dann Business Insider, also dieses durchaus renommierte Wirtschaftsmagazin, wird 8% seiner Mitarbeiter entlassen. Einer der Punkte, warum die Entlassungen jetzt kommen, ist, dass mit der sinkenden Inflation eben auch die Profitmargen sinken. Man konnte ja, wenn Inflation hoch ist, sagen, oh, guckst du, ich habe hohe Kosten, ich muss jetzt mal leider die Preise für meine Produkte anheben. Das geht jetzt nicht mehr so einfach wie zuvor. Und nicht mehr so einfach wie zuvor ist es auch für Elon, also Elon Musk von Tesla heißen die. Hier sehen wir mal links, so ziemlich jedes Analysehaus an der Wall Street hat der Tesla heute abgestuft. Aber interessant ist, die haben alle noch Kursziele, die mindestens über $200 liegen. Viele sogar noch mit Kurszielen über $300. Aktuell der ziemlich brutale Abverkauf der Tesla-Aktie, als ich vorhin nochmal geguckt habe, über 12,5%. Mal sehen, wie sie rauskommen. Und selbst hier Morgan Stanley, die ja Tesla immer unterstützt haben, Kredite gegeben haben, die Elon Musk die Übernahme von Twitter finanziert haben. Da sagte Adam Jones, naja, also das ist nichts, was wir jetzt gehört haben, was die bärische Stimmung irgendwie aufhellen könnte. In der Tat, das war es nicht. Hier zum Beispiel Wedbush, das Haus, das sagt also, unsere Confidence in die Story ist shaken, also unser Vertrauen in diese Erfolgsstory von Tesla, die ist angekratzt. Gleichwohl hat man das Kursziel nur von 350 auf $315 gesetzt, also ist da noch sehr optimistisch. Musk hat heute gesagt, ja,
Also wenn wir jetzt nicht die Zölle erheben, dann werden uns die chinesischen Elektrohersteller, Elektroautohersteller ganz schön an die Wand fahren. Also er ruft jetzt, könnte man sagen, sogar indirekt nach Zöllen. Das ist schon ein Zeichen der Stärke. Zeichen der Stärke ist dieser Chart nicht, der zunächst mal nach unten ausgebrochen ist. Vielleicht kommt da noch ein Backtest zu dieser gefallenen oder gebrochenen Trendlinie. Das ist durchaus möglich. Die Aktie ist natürlich jetzt ziemlich überverkauft. Aber wie Jason Gabfert zeigt, wenn Tesla mehr als 5% gefallen ist auf ein 6-Monats-Tief, dann ist sie in den nächsten 30 Tagen immer ganz stark zurückgekommen. In 18 Fällen gab es eine 100%-Quote, dass dann, oder in diesen Fällen bisher, als das passierte, gab es mediane Resultate von plus 18% in der Aktie. Und jetzt wird interessant sein zu beobachten, ob Tesla die Aktie nochmal irgendwie Schwung kriegt, ob sie jetzt zu diesem alten Muster ansetzt. Wenn nicht, dann ist, glaube ich, diese Geschichte so ein bisschen tot. Dieser Glaube an das Wunder, dass man eben mit Elektroautos zum Mars fliegen kann. Hier sehen wir nochmal, obwohl die Magnificent Seven wieder ein Allzeithoch erreichen, heute Tesla schwer unter Druck. Viele Analysten beklagen vor allem, dass man überhaupt keinen Ausblick gegeben hat. Und hier eine Analystin bei CNBC warnt, also wir haben jetzt so viel Konzentration in so wenigen Werten, gemeint sind eben die Magnificent Seven oder ehemals 7, jetzt nur 6, weil Tesla vielleicht rausfällt. Da wird nicht jede Story aufgehen, sagt sie. Genau das ist der Punkt. Wir sehen hier zum Beispiel, dass jetzt der Tech-Sektor im S&P 500, also S&P 500 Technology-Sektor, jetzt erstmals seit dem Jahr 2000 wieder eine Gewichtung im Index von über 30% hat. Das heißt, fast ein Drittel des größten Index der Welt ist Tech. Auch heute wieder Nvidia, vor allem Google, Microsoft, Amazon, Meta, diese ganzen Geschichten, die werden ja alle bald ihre Zahlen vorlegen, dann wird es interessant. Die Stimmung der amerikanischen Investoren, private Investoren, bleibt ziemlich bullisch und aktuell auch die Zahlen reingekommen von den amerikanischen Vermögensverwaltern, die zwischenzeitlich ja rausgegangen waren wieder. Die Investitionsquote war in der Vorwoche auf 53% gefallen, dann neue Rallye, jetzt sind sie wieder bei 84%. Also man hat sich wieder investiert und will die Rallye mitmachen. Rallye ist auch ein nicht wirklich passendes Stichwort für die deutsche Wirtschaft und ihren Kanzler, den Scholzomat, denn der hatte doch noch nicht allzu lange, knappes Jahr ist es her, hat er gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass Deutschland zu den Staaten gehören wird, denen der Umstieg in die klimaneutrale Zukunft am schnellsten und erfolgreichsten gelingen wird. Und da werden wichtige Wachstumsimpulse gesetzt. Jetzt hat er daran gezweifelt und ist sich da nicht mehr so sicher, ob das gelingen wird. Wir sehen dann schon solche Headlines wie im Telegraph: Deutschland am Abgrund, während Griechenland einen Mini-Boom erlebt. Das ist die ultimative Demütigung, könnte man sagen. Und woran hapert es? Man muss ja jetzt, wenn man komplett auf Erneuerbare setzt, irgendwie für Dunkelflauten vorsorgen. Also wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, da sollen dann Gaskraftwerke errichtet werden, die dann auch am besten mit grünem Wasserstoff irgendwie irgendwann betrieben werden können, irgendwie irgendwann Betonung. Das Problem ist nur, die sind sehr, sehr teuer und das Problem ist, kein Betreiber hat Lust, so etwas zu bauen, wenn die nur zum Einsatz kommen, wenn eben Dunkelflaute ist. Das ist wirtschaftlich nicht darstellbar, also macht es keiner. Also müsste der deutsche Staat massiv Geld zuschießen, das derzeit nicht zur Verfügung steht, wegen eben des Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Also man dreht sich da im Kreis und die ganze Strategie fährt jetzt so richtig gegen die Wand. Die Kosten ja ohnehin bei 1,11 Billionen, Tendenz nochmal nach oben. Die Kugel Eis, die immer teurer wird, könnte man sagen. Und das Unbehagen, hier mal in einem Tweet aufgezählt, 72 Geschlechter, aber kaum Material für Bundeswehr, Gender-Gaga, aber fehlende Medikamente, noch mehr Beamte, aber keine Digitalisierung, Diskussionen, Parteiverbote, aber Islamisten können hier Vorträge halten, 500 Milliarden Energiewende, aber 15 mal mehr CO2 als Frankreich und so weiter, arbeiten bis 67, aber miserable Renten im EU-Vergleich.
Steigende Mieten, aber alle Neubauziele verpasst. Kanzleramtsneubau für viele sehr viel Geld, aber über fehlendes Geld jammern und so weiter und so fort. Also das sind so ein paar Punkte, die vielleicht dieses Unbehagen derzeit in Deutschland so ein bisschen widerspiegeln. Abschließend, meine Damen und Herren, bevor ich Sie in den hochverdienten Feierabend entlasse, die Märkte wetten trotz EZB-Aussagen auf starke Senkungen der Zinsen, zeigen also den Stinkefinger. Was genau da passiert ist und wie manche gute Experten, die ich sehr schätze, das einschätzen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen übertrieben. Lesen Sie mal, was diese Experten hier dazu sagen. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung. Die EU hat möglicherweise vor, es gibt den Vorschlag, der ist noch nicht sicher, ob er durchkommt, dass man LNG, also Flüssiggasimporte aus Russland verbieten wird. Wir importieren ja nach wie vor ziemlich fleißig Flüssiggas aus Russland. Dieser Vorschlag hätte allerdings in der jetzigen Situation immense Folgen. Welche können Sie in diesem Artikel lesen? Zweite Empfehlung und abschließend nochmal der Hinweis. Wer dabei sein will bei dem Webinar mit Giovanni Ciccivelli, Jens Czernowski und meiner Wenigkeit, der kann das mit einem Link, den ich unter das Video packe, Dienstag, 30.01. 19 Uhr, der Finanztalk. Da geht es um Daytrading und News Trading. Interessant. Drei Empfehlungen. Also ich sage Servus, ciao.